Na, was ist denn hier lang? Ich weiß aber, was es kommt. Aber du kannst definitiv nirgendwo lang. Das ist alles geblockt. Ich glaube, es ist für... Na, da haben wir alles. Also, das ist trotzdem zumachen. Wenn das so wie bei der Demo ist, dann kann ich hier noch so lang laufen und dass sie mich sehen. Jetzt muss ich da hoch in das Gebäude rein. Max, okay. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne.
Ich weiß nicht, wo man die Kurbel herkriegt, ey. Ich hab bestimmt schon übersehen, ey. Einmal auf Klo gucken, Chemikalie. Was soll ich? Bekommt Besiel? Aber wird ne. Ach so, das kriegst du nachher. Noch. Okay. Und dann machen wir die Tür auf, weil hier ist sonst nichts mehr. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los! Vater! Helft mir! Wir müssen ins Haus! Ich frage mich sowieso, ob man hier wirklich sicher ist. Wir in Sicherheit, Vater. Wenn die über Dächer gehen können, Alter, dann ist es sowieso egal, wo du bist. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf! Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tu ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Und die nächste Schreibmaschine. Du hast wirklich speichern und kannst ihn dann doch nochmal speichern. So. Haben wir schon das hier? Oh, Dokument. Ah, ja. Hier lang. Schöne Bilder, das Buch kann da vielleicht noch interessant werden. Ich glaube, sind das alles so ungeahnt. Ich denke, wo ich vielleicht noch hin muss oder so. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden?
Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Das Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja, kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass weg! Nein, lass mich los! Nein! Er wird uns töten! Wir müssen weg! Elena? Ich sagte aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Ja, mal schnell. Wir müssen hier raus. Ich weiß nicht, ob du hier so einen Timer hast gekriegt. Nee, einfach nicht.
Ach ja, muss das Objekt hier. Ich hoffe mal, der Schraubenzieher ist noch nicht. Ja, alles. Mist, das Feuer breitet sich aus. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Dann eben nach oben. Komm hoch. Schnell. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena! Oh. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Nicht bewegen! Los, nimm meine Hand! Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Ich versteh's nicht. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Okay, Tatsache. Schraubenzieher weg.
Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Au! Hey! Wer war? Was war das? Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Ja. Aber es muss doch einen Schlüssel geben, wo das hier drauf ist. Achso, ich speichere jetzt hier nochmal ab. Aber zu meinem Ernst. Was doch. Du kommst dann nirgendwo lang. Ist überall gesperrt. Das Einzige ist definitiv hier lang, wo ich hier angefangen habe. Die hier alles erkunden können. Aber ich war so doof und habe natürlich weiterlaufen. Jetzt mit dem Klump hier auch der Schlüssel. Muss doch immer noch. Ja, aber ich kann jetzt da rein, also. Jugend. Hä? Also Dämon? Ach, jetzt musst du wieder richtig hindrehen. Hä? Wie ist der Kopf hier? So? Nee. So? So? Nur Blut und Tod. Na dann. Ja, aber anders kannst du nicht laufen. Alles geblockt. Da geblockt, da geblockt, da kommst du auch nicht mehr durch, da geblockt. Da ist der Weg gesperrt. Also anscheinend. Aber ich glaube, dann gehe ich trotzdem nochmal zurück eben gucken, wenn ich jetzt hier nichts mehr habe. Da ich ja eh vergessen habe, lang zu laufen. Dann nehmen wir hier hoch. Ja. An der anderen Seite, das heißt, ja, weil ich hätte hier, wo ich hier gewesen bin und hier lang gelaufen bin, hätte ich nämlich nicht hier reingehen dürfen, hätte erstmal hier die Tür aufmachen müssen und jetzt komme ich hier nämlich nicht mehr hin, aber das ist ab eigentlich mies, dass du da nicht mit, ja,
Das war's. Also ich krieg jetzt nicht alles mehr erforscht. Weil ich komme nicht mehr zurück. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu und ich verspreche euch, dass meine Mädchen nur das Verstärken. Lass mich sehen! Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt, ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla, bla, bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Werd noch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du bist, Ethan Winters. Los geht's. Nein! Stopp! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! 5, 4, 3, 2, 1. Verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben. What the fuck? Weiter so, Ethan.
Alter, was ist das hier, ey? Du lebst noch? Beeindruckend. Ach du Scheiße. Ja. Ich wusste jetzt nicht, was ich da machen soll. Verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan! Also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Hahaha! Geht doch nicht über frisches Hackfleisch! Boah, finde diesen scheiß Weg, Alter! Das war knapp. Alter, finde diese Lücke erstmal. Warte, haben die vielleicht Rose? Vier Grafen. Aha. Alter, finde erstmal die Alter. Och, ich habe alles. Ich hab gespeichert. Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Ah, jetzt bin ich hier wieder. Aber trotzdem habe ich immer noch nichts. Das ärgert mich jetzt gerade, dass ich hier nicht durchgegangen bin. Ne?
Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Okay, aber schon gucken hier. Willkommen. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Aha. Aber kann man die nicht pimpen oder so? Ah, genau, man kann die pimpen. Was war das ja? Was? Hab ich überhaupt? 1720. 6000, Leute, die mich umgeschüttelt haben. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ach, hier ist das, dieser scheiße Kanzler drin. Also. Was ist das denn? Achso. Was ist das denn überhaupt? Oh, ausgezeichnete Wahl. Neue Kunde. Null. Aha. Aha. Wenn das umsonst ist. Aha. Umsonst nehme ich immer mit. Na, das habe ich nichts mehr, das ist alles. Eine Paragraph 110. Was ist das? Ach, der Koffer. Ah, guck mal, jetzt kannst du hier ein bisschen was weglegen. Bis nächstes Mal. Inventar öffnen. Kostet das wirklich Geld? Meine ich doch. Das habe ich nicht nachgedacht. Kannst du nicht mehr bestapeln. Ach, man kann doch drehen, das ist nice. Wenn man drehen kann, ist immer gut.
So, warte mal. Ich habe jetzt einen Dietrich. Ja, genau. In das Gebäude komme ich noch. Jetzt komme ich in kein anderes Gebäude mehr. Gehen wir mal zurück in das Gebäude rein, mit Dietrich, den man braucht. Ach, man kommt nicht mehr. Da frage ich mich gerade. Ist das so, dass du nach einer gewissen Zeit wieder zurückkommst? Na egal, dann gehen wir jetzt im Schnee. Ah, wieder zu schnell gewesen, na egal.